Servus zusammen und willkommen zurück hier auf der Map Neubartelshagen, der wunderschönen Neubartelshagen. Und wir spielen das Projekt Big Farm hier bei mir auf dem Kanal. So, wenn ihr euch wundert, warum wir hier den Case am Start haben und wir hier auch auf einem ganz anderen Feld sind, ja, das liegt daran, dass wir zwischenzeitlich noch einen weiteren Ernteauftrag hier übernommen haben. Okay. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz die Maschinchen durch. Der Case hier ist jetzt bei 24% und macht hier schön weiter. Und da haben wir auch den dazugehörigen Abfahrer. Und dann haben wir auch zusätzlich noch eine Mission zum Pflügen. Jetzt ist mir gerade das Wort entfallen. Zum Pflügen angenommen. Und da gibt es zwei Felder, die wir pflügen können. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier fertig machen. Und dann anschließend eventuell noch die zwei anderen Aufträge annehmen. Denn wir müssen Aufträge annehmen, um auf die, ja, ich will mal so sagen, die Zielmarke von 1,5 Millionen zu kommen. Wie oder warum wir da hinkommen müssen, das werde ich euch noch alles in dieser Folge erzählen. So, wen haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch unseren Drescher. Wir haben ja mittlerweile den Ernteauftrag, der da ganz hinten war, schon abgeschlossen und das Geld auch kassiert. Und jetzt unterstützt unser Johnny hier den Case bei der Abarbeitung des Ernteauftrages hier. Und dann drehen wir mal um 180 Grad. Und da hinten ist ja das ganz, ganz große Feld, wo eben der Klaas unterwegs ist. Hier ist er. So, bei dem müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn Tank ist schon zu fast zwei Drittel leer. Aber ich denke, es wird passen, dass wir das Feld hier schaffen. Denn wenn der Case fertig ist und der Johnny fertig sind, dann sollen die hier auf dem Feld ebenfalls unterstützen, wenn das funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so geht mit Gerätschaften aus anderen Aufträgen. Aber das werden wir dann gleich sehen. Mit dem Johnny definitiv und mit dem Case werden wir dann sehen. So. Dann werden wir den hier nochmal schnell abtanken. Der ist zwar schon gut gefüllt, aber dann schicken wir den dann gleich anschließend auf die Reise. Ja, ich hoffe, das passt ein bisschen jetzt mit der Lautstärke. Ich glaube, beim letzten Video da war die Musik ein bisschen zu laut. Die Geräte waren, glaube ich, auch etwas zu laut. Ich habe jetzt extra nochmal ein bisschen korrigiert, die Lautstärke. Ich hoffe, das passt so, wenn ja oder eben auch nicht. Schreibt es mir doch bitte einfach in die Kommentare und dann werde ich das noch korrigieren. So. Der dürfte jetzt gleich voll sein, genau. Dann schicken wir den gleich mal zum Abladen in die Ölmühle. Ich glaube, das war so. Ölmühle, wir schauen mal. Genau, zur Ölmühle müssen wir hin und ab die Post. Gehen wir mal kontrollieren, ob er auch wirklich startet. Zack, zack. Na? Jupp. Okay, wunderbar. So. Dann werden wir den nochmal hier losschicken. Der wird dann gleich voll sein, aber dann auf der richtigen Seite der Bahn. Auf dem Rückweg. Und das passt dann wieder mit dem Abtanken. So, die anderen zwei. Der hier, der müsste dann auch gleich losgeschickt werden. Und der hier ist auch voll, den schicken wir auch gleich mal los und zwar zur Getreidemühle. Zack. Und ja, der müsste jetzt gleich losfahren. Richtig, das passt. So, was ich mit euch heute noch durchgehen möchte, sind eigentlich drei Punkte. Einen vermutlich nur angerissen, aber die anderen zwei werden wir definitiv, denke ich, in dieser Folge noch angehen. Nämlich zum einen möchte ich mit euch nochmal ganz kurz die Einstellungen durchgehen, hier für diese Map, für dieses Projekt. Und das zweite ist, wir müssen uns Gedanken machen über unseren Fuhrpark. Wir haben ja diverse Maschinen, diverse Geräte, aber ich bin fast der Meinung, die meisten werden uns nicht groß weiterhelfen. Denn ich habe ein bisschen Gedanken gemacht, natürlich, wie wir hier weitermachen, wie wir hier fortfahren. Auch zum Beispiel, was den Drescher angeht. Wir haben keine Felder und wir können frühestens in 2 Monaten das Feld, das mich auch interessiert hier, das im Moment ja mit Mais ausgestattet ist. So, bevor ich jetzt noch groß erzähle. Aha. Okay. Okay. Ja, da ist er jetzt zu spät um die Kurve gefahren. Fährt aber auch komischerweise, das habe ich jetzt nicht begriffen, warum der hier lang fährt. Fährt aber auch komischerweise eben über das Restaurant. Naja, okay. So. Job erstellen und nochmal zur Ölmühle. Und dann sollte er das jetzt packen, während wir uns hier um den hier kümmern müssen. Denn der hier,
hat einfach einen zu langen Anhänger. Ja, also der hier wird definitiv, den müssen wir von Hand abfahren. Hilft nicht, ich zeig's euch gleich. So, wo habe ich denn vorhin den Satz beendet? Ach so, ja, es ging um die Gerätschaften. Also wir müssen uns Gedanken machen. Ich denke, wir werden einiges veräußern, denn viele Geräte, viele Fahrzeuge und Geräte können wir überhaupt gar nicht mal nutzen. Das wird alles erst im nächsten Jahr interessant, denn unser erstes Feld, das wir kaufen, das wird frühestens in 2 Monaten sein. Und dann können wir das eben auch nur abernten. Ein großes Maisfeld, und dazu fehlt uns im Moment noch der Maispflücker. Und mit dem Johnny, den wir haben, naja gut, also der Maispflücker ist 6 Meter und wir reden hier von dem großen Feld. Ich glaube die Nummer 3, das dürfte fast das zweitgrößte oder drittgrößte Feld sein. Also da habe ich dann eher den Plan, dass wir den Drescher verkaufen und dann halt eben einen Drescher mit entsprechender Breite, 9 Meter, 12 Meter mit Maisgebiss eben dann mieten, weil es hilft uns nichts. Oh, da kommt unser Kollege. Denn es hilft uns ja nichts, dass wir dann das Gerät praktisch den ganzen Winter rumstehen haben. So, Helfer H wird blockiert. Ein Helfer wird blockiert, aber jetzt löst sich das auf. Wir gucken mal ganz kurz nach hinten. Kommt er? Ja, ich glaube, er kommt. So. Ja, also wie gesagt, wir werden uns ein bisschen Gedanken machen über den Fuhrpark heute. Und was ich auch noch machen möchte, wenn die Zeit reicht, auf dieser Map hat es natürlich Sammlerstücke. Da hat es einige Sammlerstücke und die möchte ich natürlich auch einladen. So, hier ist das ganz, ganz große Problem. Wenn wir mit dem Helfer fahren, dann schlägt er ja viel zu früh ein und kommt mit dem Hänger nicht rum. Der müsste eigentlich hier so lang fahren und dann erst umschlagen. Man sieht es jetzt auch, wenn der andere Kollege kommt. Ja, das schauen wir uns gerade mal an, weil der schlägt nämlich auch sehr, sehr früh ein. So, wie sehen wir es denn am besten? Am besten eigentlich, indem man hier zum... Da ist er ja. Ach du Schande. Ach du Schande. Der hat tatsächlich das Straßenschild mitgenommen. Okay, also wie gesagt, man sieht, dass er eigentlich sehr, sehr früh einschlägt und dann hat er mit dem großen Hänger extreme Probleme. Oje, oje. Oh Mann. Hat er das Straßenschild mitgenommen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das rausziehen können, ob wir das greifen können. Na. Okay. Okay. Ja, okay. Sehr schön. Also weg damit. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Naja. Okay, das wird Ärger geben mit der Straßenwacht, beziehungsweise, naja, nicht mit der Autobahnpolizei, aber naja, gut, okay, also ein Schild weniger. So, dann bringen wir den hier auch gleich zur Abladestelle. Denn wie gesagt, hier, der Anhänger ist einfach zu lang. Mit dem können wir hier jedenfalls nicht herfahren. So, sehr schön, Kollege, da machen wir Platz. Ich hoffe, das hat er gehört. So, dann laden wir mal ab und schauen mal, wie weit wir jetzt sind auf diesem Feld. So, mit 500.000 haben wir ja begonnen. 489 sind wir jetzt. Ja, also 91% sind geliefert, zu 95% ist es abgeschlossen. Sehr schön. So, den müssten wir jetzt eigentlich auf jeden Fall schicken können, denn das sollte er jetzt passen, packen. Da müsste er durchkommen. So, gut, dann schauen wir mal. Also er hier ist fertig, jedenfalls was die Seite angeht, aber wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Also gehe ich jetzt mal von aus, wir schauen mal. Lohn 95%, das waren die 95%. Hier sind wir bei Feld Nummer 6 bei 51 und hier Feld Nummer 2 sind wir bei 96. Sehr schön, sehr schön. Und es spült auch richtig Geld in die Kasse. So. Ein interessantes Geräusch hat der Fendt. Ja, gut. So, und da ist der eine Helfer.
Und da hinten wird dann gleich der andere kommen. So, ich glaube, da müssen wir das mal drehen. Nee, drehen. Jep. Packt er das? Und ablassen. Jep. Und der Helfer will nicht. Okay, müssen wir dann wohl selber pflügen. Ach so, das kann natürlich sein, dass wir, Achtung, 6 Stück am Start haben, ne? 2, 4, 6, ja, ja, okay. Sobald die ersten Helfer angekommen sind, dann können wir den losschicken. Dann lassen wir den hier mal kurz stehen. Deswegen, ganz klar. So, der ist noch nicht da. Der wartet. Und der, genau. So. Dann haben wir den Helfer jetzt aus dem Block rausgenommen und können dann dafür den Fendt laufen lassen. Sehr schön. Ja, ist ein Megafeld, also deswegen hat auch das Projekt natürlich zu Recht heißt es Big Farm, weil wir werden hier mit Sicherheit dann mit richtig Maschinen hier arbeiten, mit 2 oder 3 Dreschern. Das werden wir jetzt auch schon hier praktisch durchführen, wenn wir dann da drüben die Maschinen von dem Feld da oben runterbringen. Und dann wird hier richtig Action sein. Dann werden hier 3 Drescher, wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle, hier unterwegs sein. So, er ist auch bereit zum Abtanken. Okay, dann bringen wir den auch gleich mal dahin. So. Da ist der Feldeingang. Und der Kollege wartet. Und vermutlich haben wir wieder 1, 2 Raben über den Haufen gefahren. Naja, Kollateralschäden. So. Sehr gut. Dann können wir den jetzt starten. Klar, weil jetzt haben wir wieder 5 Helfer am Start. Jetzt klappt es wieder. Naja, sehr schön. So. Er ist auch soweit. Er muss abgetankt werden. Ja, ihr seht also, hier gibt es jede Menge zu tun, wenn man mit 3 Dreschern unterwegs ist und mit 3 Abfahrern. Dann gibt es immer irgendetwas zu tun. Sehr schön. So, das Feld haben wir dann auch gleich hier. Da werden wir mit dem hier noch ein bisschen... Ich hätte beinahe gesagt, ausrasiert, hätte man beim Friseur gesagt, werden wir hier noch ein bisschen Vorgewände fahren, damit wir hier dann noch gut rumkommen. So, der Hänger, den können wir übrigens dann auch veräußern. Mit 8000 Litern ist das natürlich jetzt nicht der größte. Da passt also nicht die gesamte Ladung vom Drescher rein. Also das macht dann auch keinen Sinn. Aber den Traktor hier, den hier, den Case, den würde ich gerne behalten wollen. So eben ein bisschen als den Kleintraktor, gerade auch für die Grünarbeit, also die Gras, Mähen und so weiter. Und dann soll da auf jeden Fall auf den Hof mit Sicherheit ein Teleskoplader. So, jetzt können wir den auch. 4 Maschinen sind am Start, Job erstellen und ab zur Getreidemühle. Das sollte jetzt kein Problem sein. Ja, also auch hier zum Beispiel dieser Pickup, den werden wir auch nicht brauchen, den werden wir dann auch veräußern. So. Gut, hier machen wir den Motor mal aus. Er fährt runter und hier können wir den Motor auch erstmal ausmachen. Und dem helfen wir mal ganz kurz, bevor er wieder weiß Gott wohin fährt. So. So, dann schauen wir mal, wie weit wir hier sind. 97, okay. Dann müssen wir mal schauen, ob das reicht, wenn wir das hier noch pflügen, weil man muss ja nicht zu 100% alles gepflügt haben. Da oben haben wir noch eine größere Stelle, die wir dann noch fertig machen können, damit wir auf unsere 100% kommen.
Ja, aber den können wir erstmal sich selbst überlassen. Wahnsinnsreifen. Okay. So, der John Deere. Er hat noch die Hälfte im Tank. Da müssen wir ein bisschen, wie gesagt, ein Auge drauf haben, weil bei den Feldern und bei den Größen. Und wir kommen jetzt auch gleich bei den Einstellungen dazu, denn da habe ich ja ein bisschen was geändert. So, gehen wir hier mal rein. Schauen wir mal ganz kurz. Nee, der Teil ist eigentlich uninteressant, aber hier. Schwierigkeitsgrad Wirtschaft. Also den haben wir auf schwer, weil wir haben ja auch begonnen als, wie heißt es so schön, bei Null beginnen. Deswegen haben wir auch keine Flächen noch nicht. Zwar Geräte, aber keine Flächen. Und der Schwierigkeitsgrad Wirtschaft schwer heißt eben halt, dass wir auch nicht ganz so viel Geld verdienen. Hier bei dem Verkehr, da muss ich mir noch Gedanken machen. Ich persönlich, ich glaube, wir schalten den jetzt erstmal aus, weil es gibt dann doch Probleme. Hier steht es ja auch mit KI-gesteuerten Fahrzeugen, dass die uns dann mit den Helfern zum Beispiel in die Quere kommen und lassen wir es einfach mal aus. So, saisonales Wachstum, ein Tag, visuelle Jahreszeiten und so weiter, das ist alles klar. Fruchtzerstörung haben wir an, was ich jetzt im Augenblick am Anfang noch nicht machen möchte, aufgrund der Größe und natürlich auch bei den Pflügen und so weiter. Wir lassen mal das Pflügen erstmal aus, denn das Maisfeld müsste dann anschließend gepflügt werden und bei den Gerätschaften, die wir dann haben und so, dann brauchen wir ewig, also im Moment ewig. Deswegen würde ich das jetzt noch auslassen, später mit Sicherheit kann man das wieder einschalten, um ein bisschen an der Realität zu bleiben. Das, was die Lesesteine angeht, ja, ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Lesesteine finde ich, muss ich jetzt nicht haben. Unkraut lassen wir an, Schmutz langsam, der Rest auch soweit klar. Und beim Spritverbrauch, da habe ich jetzt erstmal wieder auf niedrig gestellt, denn sonst wäre mir hier der Case auf jeden Fall leer gelaufen und das wollen wir erstmal vermeiden. So, alles andere haben wir hier, was die Helferbetankung angeht, erstmal ausgeschaltet. Ja, okay, also soweit jetzt erstmal zu den Einstellungen. So, erst bei 45. Er lädt hier schon wieder fleißig ab. Ohne, dass er diesmal irgendwelche Verkehrsschilder oder sonstige Gerätschaften mitgenommen hat von der Map. Sehr gut, sehr gut. So, dann schauen wir mal, wo wir dann sind. %94. Okay, gut. Er ist bei 58. Er ist bei 47 und die zwei kommen sich jetzt langsam in die Quere. Deswegen würde ich dann auch vorschlagen, dass wir hier, dass wir dann den Johnny, wenn er unten ist, dann gleich mal umsetzen auf das andere Feld. Dann soll der schon mal dem Klaas helfen, weil da oben haben wir auf jeden Fall zwei, drei Fitzel, die da genau richtig, wofür eben der Johnny prädestiniert ist, um die abzuarbeiten. Okay, und dann haben wir nämlich das Feld auch, Freddy. Und das bringt uns manchmal richtig Geld. Ja, zum Geld. Ich hatte ja angedeutet in der letzten Folge, dass wir eventuell, ich darüber nachgedacht habe, da wir, wie gesagt, den alten Spielstand nicht mehr weiterspielen können, wo ich ja sehr, sehr viele Stunden reingehängt habe, sehr viele Stunden investiert habe. Und den wäre mit 1,4 Millionen. Und diese 1,4 Millionen würden uns eigentlich jetzt helfen, das Land, gehen wir noch mal kurz auf die Map, und zwar hier das Feld Nummer 3 zu kaufen, um dann halt hier mit dem Beginn oder hier mit dem Bau des neuen Hofes zu beginnen. Außer, und ich habe euch ja schon das letzte Mal gebeten, in die Kommentare zu schreiben, oder sollen wir hier unten den Hof anfangen zu bauen, wo ja sich schon der Kuhstall befindet und auch der Schweinestall? Oder sollen wir hier im neuen Teil, der ja vom Modder hier angepasst wurde, mit dem neuen Feld 17, mit dem modifizierten Feld 16 und hier mit den Flächen, sollen wir hier oben irgendwo unsere Farm bauen? Wie gesagt, mein Favorit wäre hier, ähnlich wie bei Reloaded, dass wir dann hier das große, die Big Farm hinstellen. Wir können dann eben hier die entsprechenden Schuppen und so weiter erstmal benutzen und können uns hier gleich erstmal auf die Tierhaltung konzentrieren. Weil, wie gesagt, wenn wir dann da oben sind, dann möchte ich eigentlich nicht hier unten die Tierhaltung haben. Aber wie gesagt, schreibt es mir doch in die Kommentare, was ihr dazu meint. Würde mich freuen, ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Okay. So, er hier. Den tanken wir jetzt erstmal ab.
So, und dann steigen wir nämlich da drüben dann ins Feld ein. So, der braucht noch ein bisschen. So, und er wird definitiv hier auch noch ein Stück machen müssen. So, wir drehen. Ne, stopp, müssen wir gar nicht. Wir sind schon auf der richtigen Seite mit dem Fluch. So. Sehr gut. Ja, hier fährt unser Helfer. Warum der hier diesen Wahnsinnsumweg fährt, ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Aber das hier ist ja, wie gesagt, die neue Fläche, die umgebaute Fläche und hier eben auch mit der Produktion, mit der neuen, mit der Molkerei, die hier zusätzlich ja, ihren Weg auf diese Map gefunden hat. Bei einem anderen Update gab es ja zusätzlich, glaube ich, die Bäckerei. Jetzt haben wir eine Molkerei schon auf der Map und dann brauchen wir die Gebäude nicht mehr selber platzieren. Okay, also er wird noch ein bisschen brauchen, bis er hier rumgefahren ist. Dann schauen wir mal. Oh ja, der Glas ist jetzt auch gerade voll. So, aber ich muss mal gucken, was der Case macht. So, bevor wir den hier... Ja, wusste ich doch. So. Ja, da haben wir noch ein kleines Stück. Dann können wir das eigentlich auch gleich fertig machen. Alle Fahrzeuge abtanken. Und dann langsam aber sicher... alle Felder dann aufs andere... alle Fahrzeuge dann aufs andere Feld bringen. So, den lassen wir mal so starten. Yep. Den bringen wir hier runter. Und mit dem tanken wir mal beide Drescher ab. Case vorbei. Weil dann haben wir nämlich den kleinen Abfahrer frei und können dann mit dem hier drüben gleich arbeiten und den dann einsetzen, weil der hier hat genügend Platz hier noch für beide Drescherladungen. Dann kriegen wir den hier auch richtig leer, hier den Johnny. Ja, und dann haben wir knappe 45.000, 47.000 für den Auftrag. Da geht dann wieder ein bisschen was weg für die geliehenen Maschinen. Aber dann eben anschließend, ja, haben wir hier genügend Material, was wir eben dann auch noch veräußern können. So, ja, um ihn müssen wir uns jetzt auch gleich kümmern. Aber jetzt möchte ich erst hier den Case abtanken. Denn ihr wisst ja, Maschinen, die rumstehen, kosten nur Geld und verdienen keins. Also muss hier ein bisschen Action sein, es muss was laufen. So. Gut. Und den Motor an, damit er abtanken kann. Sehr schön. So, kommen wir da rum? Ja, ja, passt schon. Gut, dann bringen wir den wieder in die Spur. Wunderbar. Ich glaube, den Traktor hier, den müssen wir ausschalten, den JCB. Ne, das ist ja gar nicht der JCB, das ist in dem anderen Gespann. Okay. So, er fährt zurück. Haben wir noch ein bisschen was stehen. Das werden wir uns auch noch schnappen.
Ja, wunderbar. Also da hätten wir ja wieder einiges geschafft. Hier, das Feld haben wir jetzt auch fertig gemacht. Das Feld, das gepflügte Feld, wird jetzt auch sofort oder gleich fertig sein. Und dann können wir hier mit 3 Dreschern, hoffe ich doch. Also wie gesagt, mit dem Johnny dürfte es gar kein Problem sein. Ob aber jetzt, da bin ich mir eben nicht ganz sicher, ob wir mit dem Case rüber können. Das werden wir dann aber gleich sehen. Und gleich heißt in der nächsten Folge, weil mit einem Blick auf die Uhr sind wir jetzt bei 25 Minuten. Und das soll es dann für diese Folge gewesen sein, aber nicht ohne, dass ich mich vorher bei euch recht herzlich bedankt habe. Oder bedanke nämlich dafür, dass ihr mich ein bisschen supportet, habe ich schon gesehen. Vielen, vielen Dank für die Abos, die neuen. Und natürlich auch für die Däumchen und für das Feedback. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und deswegen würde es mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge hier in unserem Projekt Big Farm Neubartelshagen wieder sehen und treffen würden. Ich sage jedenfalls Tschüss, Ciao, Cheerio, wie immer. Und wünsche euch noch viel, viel Spaß. Bis die Tage. Tschüss.